Was mag die ja nicht? Ne, mag die auch nicht. Scheinbar ein Ösi. Oder jemand, der gerne einer wäre. Was meint ihr denn mit Schotterpiste? Welche Straße? Könnte das denn sein? Da ist schon wieder. Ist das ein Wissen oder ein Schild? Ne, das ist ein Schild. Da steht wahrscheinlich drauf: Vorsicht, Abgrund! Ah, keep away from Edge. Diese Mannequins sind immer so geil. Ah, Platsch. Oh. So, was meint ihr denn mit Schotterpiste? Das hier ist eine Schotterpiste. Aber die muss er ja dann schon lang gefahren sein, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Stellen wir uns mal hier hin. Schotterpiste wurde zu schmal. Okay. Hier ist es sehr schmal. Moment. Ich habe doch eben einen Wagen gesehen, als ich hingekommen bin. Da bin ich doch sogar fast drauf gehüpft. Wo war das denn? Da vorne. Da ist auch eine Kreuzung. Ach, Kinners. Ist das sein Wagen? Ja, das ist sein Wagen. Da liegt was. GPS benutzen. Hammer. Da kann ich übrigens die erste fehlende Seite finden. Vielleicht sollte ich das auch machen. Was sagt denn der GPS? Ihre Reiseroute wurde berechnet. Fahren Sie bitte auf eine abgebildete Straße. Fahren Sie 200 Meter nach Osten weiter und nehmen Sie die zweite Abzweigung. Bereiten Sie sich darauf vor, nach rechts abzubiegen. Biegen Sie nach rechts ab und folgen Sie 500 Meter dem Straßenverlauf. Folgen Sie weiterhin dem Straßenverlauf. Ja, liebes GPS, halt mal eben die Klappe. Bereiten Sie sich darauf vor, nach links abzubiegen. Biegen Sie jetzt nach links ab. Navigation pausiert. Okay, biegen Sie jetzt nach links ab. Das heißt, er ist von hier gekommen und sollte hier links abbiegen. Das heißt, wir müssen den ganzen Quatsch rückwärts machen. Also. Gucken wir mal. Ihre Reiseroute wurde berechnet. Fahren Sie bitte auf eine abgebildete Straße. Fahren Sie 200 Meter nach Osten weiter und nehmen Sie die zweite Abzweigung. Nach Ost weiter und die zweite Abzweigung? Vor, nach rechts abzubiegen. Biegen Sie nach rechts ab und folgen Sie 500 Meter dem Hier rechts Straßenverlauf. Abbiegen? Folgen Sie weiterhin dem Straßenverlauf. Bereiten Sie sich darauf vor, nach links abzubiegen. Das war hier. Biegen Sie jetzt nach links ab. Navigation pausiert. Das heißt, er ist von hier gekommen. Er sollte die zweite rechts fahren. Oh Gott. Geh drauf!
Jetzt kommt da noch einer. Okay. Jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe. Robuste Münzen. Was war das denn? Also, ein bisschen mehr Gesundheit könnte ich natürlich ganz gut brauchen, wa? Aber Trefferwert, Durchdringungswert. Ne. So, darf ich jetzt nochmal gucken. Also, die hat gesagt, fahren Sie nach Osten. Das ist hier die Richtung. Von da nach da. Zweite rechts abbiegen, dann hier der Straße folgen, links abbiegen. Das heißt, er ist irgendwo von hier gekommen. Das heißt, wir werden uns erstmal hier begeben. Erst hole ich hier die Seite. Können wir hier irgendwo mal einen Marker hinmachen, damit ich das nicht vergesse. So. Wegpunktname. Wie hieß der Typ? Krieg. So. Jetzt werden wir uns erst den Seiten widmen. Das war die Quest hier, ne? Ja. Alter, was ist er denn für einer? Bam, bam. Komm schon. Bam. Das Geräusch von der Drohne ist ja nicht gerade angenehm, muss man sagen. So. Jetzt gucken wir nochmal, was hier stand. Da. Das war die Seite von gerade, echt? Wieso ist die denn jetzt in Englisch? Die erste lesbare Seite kündigt eine Vendetta gegen Sam Krieg und seine Gabe an, um dann noch finsterer zu werden. A jarring voice that must be heard. Achso, das sind wieder die Quotes. Sam Krieg tells it like it is. Das haben wir doch hier schon gelesen. Also das hatten wir auf Deutsch schon. Hä? Die nächste fehlende Seite finden. Die ist hier. Aber das ist doch die gleiche Seite gewesen. Nur auf Englisch. Seltsam. Ach ja, der Vergnügungspark. Nochmal eine Runde Achterbahn fahren wäre doch cool. Der Rummelplatz. Was ist das denn da für ein Vieh? Kürbiskopf. Hier müsste die nächste Seite sein. So nicht, mein Junge. Bam, bam. Lass mich in Ruhe. Dann gucken wir uns die jetzt mal an. Ich habe einen tiefen Schluck aus der Pyrale der Scheiße getrunken und jetzt platze ich. Ich platze aus dem Hirn der Welt. Und ich platze aus dieser Hütte. Du glaubst, du kannst die Stimme der Welt in Ketten legen, Monty. Ich habe sogar den Hausmeister dazu gebracht, dass er trinkt. Mach die Augen auf, das ist real, das ist das Leid. Eingespreizt in den mit Kommata übervollen Satz der Welt. Du bist ein Optimist geworden, Sam, das ist dein Problem. Meine Stimme ist jetzt die Stimme der Finsternis. Meine Worte sind die Presslufthammer des Gerichts. Und mein erstes Dekret wird lauten, der Schwindlerkrieg hat überhaupt keine Ahnung. So, so.
Sackleinenverfolger. Jawohl, da ist ja wieder der Kettensägenmann. Ah, das kriegt er hin. Wir gehen jetzt in die Kettensägenmann-Scheune. Was ist denn hier? Den schmutzigen Hausmeister töten. Ach so. Das war mal ein Zeichen der Illuminaten, wa? Da ist der schmutzige Hausmeister. Da zieht er mich zu sich ran, ey. Ich glaub's ja nicht. Alter, das wird doch ganz schön knapp. Ja sicher, da kommt noch einer. Fickt euch doch. Ach Mann. So eine Kacke da. Ich spawn noch einen. Hm. Kann ich mich denn jetzt hier einfach wiederbeleben? Ja, die Quest ist geglückt. Zum Glück. Zum Glück. Hatten Sie das Gefühl, nicht voranzukommen? Ja, ich bin verreckt. Mussten Sie ganz unten anfangen und durften dann als erstes nach unten gehen? Ich wette, die Büropartys beginnen alle um 5 und sind um 7 zu Ende. Aha. Schon mal in New York gewesen. Das ist keine Einladung. Es ist nie passiert. Denken Sie nur mal drüber nach. Auf jeden Fall. Wie viel KP brauche ich eigentlich noch? Ich bin gerade dabei, den Hammerkram zu kaufen, wa? Er erhöht den Schaden von Hammerkräften um 10%. Ja, hier habe ich Pistolenkräfte um 10%. Tja. Ersetzen wir das mal. Mal gucken. Jetzt muss ich den Hammer öfter benutzen. Meinen Hammer. So, das ist jetzt noch eine ganze Ecke bis da oben. Querfeld ein? Ja, würde ich sagen. Kriegsweg zum Informanten zurückverfolgen, ja. Hihihi, der rennt auch ein bisschen dumm da um den Baum rum. Das trifft sich aber eigentlich ganz gut, dass wir so weit nach oben müssen. Ich hoffe mal, wir müssen nicht wieder zurück. Denn ich muss ja für die Hauptquest da oben in das andere Gebiet. So, wir sollten vielleicht doch wieder auf die Straße. Wer weiß, wo der losgefahren ist. Der ist wahrscheinlich hier losgefahren. Oh mein Gott, sind hier viele Viecher. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Sehr schön. So. Kannst du GPS ja nochmal anhören? Ihre Reiseroute wurde berechnet. Fahren Sie bitte auf eine abgebildete Straße. Fahren Sie 200 Meter nach Osten weiter und... 200 Meter, das ist ja wohl nicht allzu weit. Muss doch hier...